Herr Hippolyt, heute haben Sie ein altes Weib aus mir gemacht. Sucht was ich sehe. Ihr Gnade hat ein Bedürfnis, ich kann dienen, ich kann besorgen. Richt, ja, was weiß ihr? Ihr Gnade gesinnt, spricht und sung wie ein Antike. Wie ein Antike. Du musst haben die Jobe. Die Jobe. Sind wir so ein Mensch? Ihr Gnade hat das Spiel uns als ein Gefolge. Euch? Lichte und Dunkel. Dunkel und Lichte, zu zweien machen alles besser. Alles besser. Herr Schenk. Ihr Gnade hat eine junge Frau. Wer weiß, was der Teufel hier? Ihr Gnade ist in Eifersucht. Die Gebärte hier, die heute oder morgen könnten sein. Heute erfahren wir uns, aber jede Trick, die Dame tut, jede Magen, die Dame steigt, jede Brief, die Dame bekommt, wir sind da. Jede Brief, die Dame steigt, jede Magen, die Dame steigt, jede Brief, die Dame bekommt, wir sind da. An die Ecke, die Kamee, wir sind da. In die Bette, in die Kommode, in eine Streife unter die Dache, an die Ecke, in die Bette, wir sind da. Ihre Gnade wird nicht bedauern. Was es alles gibt in diesem Wien zu proben, du erkennst sie des Jungfer Mariander. Mariander! So früh im Haus bei ihren Genoss. Sei du, was er wolle, wird sie. Gott, sie kann meine Nicke mit besorgen, seien sie die Linke an ihre Gnade. Wir sind da! Darf ich das Gegenstück? Zu der Sauber kann so präsentieren, die Ehrlichkeit soll herrlich. Verkennbar sein, Leopold, das Futter raus. Ich gratuliere euer Lieben Ziel. Da ist nun die silberne Rose. Lassen und drinnen, haben's die Gnade und stellen's dort hin. Vielleicht das Sofa soll's benehmen, ruft man ihr. Nein, lassen nur, der hat jetzt keine Zeit. Doch sei er sicher, den Grafen auch. Wird sie mir zu lieb schon tun. Und als euer liebten Kavalier vorfahren mit der Rosen zu der Jungfer Braut, stellen ihn des nur hin. Und jetzt, Herr Vetter, sag ich ihm adieu, man retiriert sich jetzt von hier. Ich will jetzt in die Kirchen gehen. Euer Gnaden haben heut durch unversiegte Ohren.